Oh, das das ist so schlimm! Was macht der denn da? Ey, das ist das schlimmste Video, was ich mir jemals angucken musste. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Und heute heißt es... Oh, nee! Ganz, ganz ruhig bleiben. Genghis, beruhig dich, okay? Okay. Bleib ruhig. Okay. Bleib ruhig. Okay. Lass nicht zu nah an dich ran. Versuche, ruhig zu bleiben. Nimm. Okay, wir machen erstmal ganz kurz eine Atemübung. Ja, eine ganz kurze Atemübung. Okay. Ich möchte, dass du jetzt ausatmest und dabei so laut schreist, wie du kannst, okay? Jetzt am besten die Lautstärke runterdrehen. Und einatmen. Und Luft anhalten. Und raus. So, jetzt sind wir schon mal richtig eingestellt auf das, was uns erwartet. Und wir haben sämtliche Aggressionen, haben unseren Körper verlassen, denn wir schauen uns heute die unbefriedigendsten. Mann, du bist Türk und ich kann kein Deutsch. Unbefriedigendsten Videos der ganzen Welt an, meine Freunde. Wir fangen an mit diesem wunderschönen Videoclip. Genghis, bleib ruhig, okay? Mach dich locker. Let's go, der Hase. Ich bin locker. Let's go. Oh, eine Wassermelone. Oh, das ist dieses, wie heißt das nochmal, so diese Dinger, wo das so hin und her geht. Ja, das geht so hin und her. Hä? Ja, Junge. Oh, das würde ich aber auch mal gern machen. Ey! Ey! Oh mein Gott. Das schneidet jetzt nicht jedes Mal ab, oder? Ich will das sehen. Bitte, bitte, bitte. Nein! Ey, ist der nervig. Junge, der Typ. Ist das Scheiße. Ey! Ich will das Genghis, sehen, Alter. Genghis, es ist schon schwer, da ruhig zu bleiben. Kennst du das, wenn in Zerstörung etwas Wunderschönes liegt irgendwie? Ja, wenn man ja klar. So diese ganzen einzelnen Partikel. Wenn so eine Wassermelone zerstört wird, das sieht auch schön aus. Aber das ist so nice. Das ist dieses Cliffhanger-mäßige. Ah, ja. Oh, Junge, jetzt habe ich einfach Bock, eine Wassermelone zu kaufen, die auf irgendwelche Leute zu werfen. Nur um zu sehen, wie es aussieht. Boah, das muss so geil aussehen. Junge! Ja, genau! Ja! Als ob, Junge! Ey, Leute, kommt schon. Mann, bitte lass es wenigstens einmal abbrechen. Ja, da. Stell dir vor, das ist jetzt aber drin, wenn du dem das Gesicht kaputt schlagen. Oh mein Gott! Ja gut, ich bin, wenn ich ehrlich bin, an der Stelle auch wirklich froh, dass das tatsächlich, also dass wir das jetzt tatsächlich nicht angucken mussten. Bin ich wirklich ehrlich zu dir. Dass der Typ da zersplasht wird? Ja, richtig. Hä, warum? War doch voll cool. Ja, alles klar. Gut, Genghis, ich habe mir noch ein Video rausgedacht. Okay. Is this the most frustrating video? How long can you take it? Schauen wir mal ganz kurz, wie lange wir hier durchhalten. Okay. Boah, Digga, guck mal, es geht jetzt schon los mit der Schriftart. Siehst du das? Ja. Okay, hier ist irgendwas Bastelstunde-mäßiges. Oh, okay, das ist wirklich schlimm. Ich hasse das. Oh, das ist so schlimm. Immer wenn man irgendwas so aufhängen will oder so, weißt du, was ich meine? Ja, immer. Mindestens ein so ein Streifen klebt da dann das fest. Junge, wie schrecklich. Guck mal, wie er da am Struggeln ist, Alter. Ey, das ist ja so... Oh, Digga. Mein Gott. Ich hasse es. Kennst du das aber auch, wenn du so einen so Tesafilm hast? Und du findest den Anfang nicht. Ja, erstens das. Ja. Oder du hast keine Schere und musst das dann rausreißen. Mit dem Mund so. Und das ist so eklig. Und dann zieht dich das so lang und du kannst da nicht mehr kleben, weil... Junge, das ist so scheiße. Das ist ultra nervig. Oder wenn du so einen kleinen Zipfel an Haut hast am Finger und du reißt den so ab und dein Finger reißt bis zum... Stapel. Digga. Ja, ich glaub schon. Nervig. Boah, Junge, ich hab das in der Schule gehasst, ne? Ja. Da ist es, da ist es. Das ist das, ja. Da ist es, wenn man diese Scheiße nicht findet. Und die haben auch immer so einen ganz kleinen Streifen, wo man dann das finden könnte. Aber das ist dann immer noch so eklig festgeklebt. Bro, weißt du, was auch übereklig ist? Ich hab mir neue Tassen gekauft für Ikea, von so einem Ikea-Ding, so von so einem Möbelhaus, ne? Was? Eine Tastatur? Ne, Tassen. Und die haben ja immer diese Papiersticker drunter, die man ja abmachen muss. Oh so nein, das ist das Schlimmste, das und ist so schlimm. Und dann hängst du da, deine Finger tun so weh, weil du die ganze... Vor allen Dingen, kennst du diese, wenn du Preisschilder abmachen musst? Plastiksticker, und die reißen ab, diese Dinger? Ja, Alter, das ist so schlimm. Es gibt davon so einen Song von Gus Johnson, hier mal ganz kurz, Plastic-Based Sticker. Paper-Based Stickers can suck my... Boah, Genghis, ich kann mir das nicht angucken. Jetzt find doch diesen Anfang! Junge! Ah! Okay, was haben wir hier?
Ja, das ist. Boah, ich hatte früher Werkunterricht. Ich auch. Man und hat's das gehasst. Ist so wenn nervig das so hoch gewesen. Und runter geht, das Holz oder, dabei. Oder kennst du die, nicht diese Sägen, sondern diese Sägeblätter die müssen eingespannt werden. Ja, genau, ja, genau. Ja. Weil die so dünn sind, sind die reißen manchmal die abgebrochen oder ja, durchgerissen. Ja. Ey, das ist so eine nervige Scheiße. Guck mal. Man setzt immer wieder neu an. Boah, Junge. Diese Säge ist auch so komplett stumpf einfach. Ey! Oh, das Junge! Das ist so schlimm! Mann, kipp doch ein bisschen steiler, damit das nicht mehr passiert! Der stellt sich aber auch dumm an! Hör auf! Jengis! Was soll das? Ja! Oh. Das ist jetzt ein Kreis. Boah, Junge. Oh nein, das. Oh. Ich hasse das! Ich hasse das! Junge, wenn das so zusammenklingt vom Rasieren. Okay. Was könnte hier sein? Jetzt oh, die letzte Karte, die letzte die Technik, Karte. Die Technik. Die kriegt er nicht hoch. Ah, okay. Oh, knick die jetzt bitte nicht. Oh, Junge, Alter. Oh, Digga, und jetzt das alles in eine Richtung zu bringen. Ja, mega schlimm. Hey! Ich will den töten. Mann, Junge. Der stellt sich aber auch so dumm an, oder? Was macht der denn da? Was tut der da? Das ist so schrecklich, das ist so schrecklich. Was, ey, jetzt mal, ey, was Junge, macht jetzt, der oh, da? Okay, Käse. Ist es Butter oder Käse? Käse. Käse, okay. Oh, Junge! Ultra schlimm, ultra schlimm. Das ist so scheiße. Oh nein, der sucht es immer noch einfach. Der sucht es einfach immer noch. Ich kann nicht mehr, das ist so schlimm. Jetzt hat das, aber, ah, ich wusste ah. es, ich wusste es. Das ist, oh mein Gott. Dieses Messer ist auch so stumpf. Guck mal, das ist so stumpf, das Messer. Ja. Man kann damit nichts machen. Der stellt ja mal wirklich dumm AF an, Alter. Sorry. Ja. Okay, was passiert hier? Nein, der Kugelschreiber. Und jetzt malt ihr durch das Blatt durch mit dem Kugelschreiber. Safe. Ah, nee, doch nicht. Was ist das? Hä? Oh, wenn das so schmiert auf dem Handy. Ach so, ja, das ist mega schlimm. Oh, Junge, weil unsere Finger so eklig talgig immer sind. Das ist so widerlicher Fetttalg. Der Nagel wird krumm. Der Nagel wird krumm. 100%. Oh. Als ob man da dann weiter draufhaut. Kann der irgendwas? Voll, Junge, Jengis. Ey, das muss der schrecklichste Mensch der Welt sein. Der kann ja keine Frau oder sowas haben. Ey! Ey! Das ist doch nicht schwer! Oh, und der Rest und es bleibt diese Kante, einmal, ja, diese Kante, die da jetzt immer hängen bleibt. Der macht's aber auch so dumm, oh. Guck mal. Digga, schnelle Bewegung. Ja! Nein! Was ist das? So, ey, das ist das schlimmste Video, was ich mir jemals angucken musste, wirklich. Das ist so schlimm, Junge. Ja, als ob der das immer noch so. Jetzt hat was, jetzt hat. Oh. Was ist das denn? Alter, Mann. Ach du Scheiße. Jengis, ich will den auch umbringen. Ich will wissen, wo der wohnt. Ich will den töten. Was ist das? Oh nein, das bricht ab. Oh, oh Mann, schmerzhaft. Ey, wenn der Stift sich verfärbt, wenn du malst. Ja. Schlimm. Weißt du noch, als man diese Inkies hatte und dann hatte man noch diesen Tintenkiller. Ja, richtig. Und wenn und die du dann immer verfärbt. Die hatten ja die eine Seite, wo man drüber schreiben konnte. Und ja, wenn man das wegkillern wollte. Ja. Ey. Diese Killerseite wurde dann so ganz eklig immer so blau. Blau, so widerlich so, Digga. Ich kenne einen, der hat diese Minen früher in der Schule einfach gegessen. Moment kurz. Was? Was hat er gerade gesagt? Der hat die rausgegessen. Was? Der wirklich jetzt. Warum? Ja, ich war auf einer besonderen Schule. Machen wir mal weiter. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, oh mein nein, Gott. Das finde ich. Wenn du das auf. Ey. Also, so öffentliche Toiletten haben ja meistens jetzt diese anderen Dinger, aber früher war das ja genauso. Ja. Und wenn die so waren, Alter, da habe ich gekotzt, ey, wirklich. Ich sag dir eins. Wenn ich ein Date habe, ja? Ja. Und ich gehe bei dir auf Toilette und ich sehe, dass dir das so angebracht sofort hat. Weg. Ich reiße dieses Ding von der Wand ab und gehe einfach. Und sage dir, ich schicke dir 40 Euro bei PayPal, repariere deine Wand, ich will dich nie wieder in meinem Leben sehen. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Das ist nicht in Ordnung, ganz einfach. Diese ganzen Bakterien von der Wand, Digga. Jetzt reißt der ganze Karton ein. Der reißt jetzt komplett auf. Man will es so vorsichtig aufmachen. Jetzt fällt alles dabei raus. Wetten? Falte richtig.
Oh nein. Nein. Ich sehe schon die Kante, Ja. Guck mal. Ja. Genghis, warum macht ein Mensch sowas? Meinst du, dieser Typ hat Freunde? Nee, auf keinen Fall. Das ist zu viel. Hä? Das ist zu viel, hallo? Ja, genau. Hey. Als ob man dann so weitermacht. Hi. Oh mein Gott, das habe ich auch gehasst. Ey, an der Tafel. Ich musste mal, in der Schule hat mich mein Lehrer dazu verdonnert, so eine Tafel zu bezahlen, weil ich mir zu einem CD-Marker darauf geschrieben habe. Hat er mir gesagt, ich muss die Tafel bezahlen. Ich gesagt, Digga, tut mir leid, ich kann nichts dafür, wenn das da vorne liegt. Ich bezahl das. Ja, weil die jetzt angeblich hinüber wäre. Hausmeister kam das weggemacht. Und jetzt reißt das schief ab. Das reißt, man hat so viel abgerollt. Oh, Junge. Und dann sieht das so hässlich aus. Und jetzt reißt der ab und jetzt ist das noch schief. Wetten? Das kannst du so nicht lassen. Werf die Rolle weg. Ja. Werf die Rolle weg. Digga, dieser Typ mit dem Klebeband. Ich will ihn damit foltern. Oder? Endlich. Er hat's geschafft. Nein. Nein, jetzt kommt genau jetzt das, was du ihm... Oh, bitte nicht. Das faltet sich jetzt zusammen. Oh nein, es dreht sich jetzt so. Das ist ja der Teufel. Das ist ja wirklich der schlimmste Mensch der Welt. Wenn ich irgendwann jemanden mit so einem schwarzen Ring sehe, ich bring dich um. So direkt einfach. Einfach irgendwer, so ganz anderer Mensch, andere Hautfarbe vielleicht sogar, schwarzer Ring. Nee, Leute, also no joke, das ist natürlich ein Witz gewesen, aber das geht zu weit. Ja, danke, jetzt klebst irgendwo auf. Der legt es falsch rum. Hallo! Ey. Genghis. Oh Mann. Wer ist das? Das ist einfach nur schrecklich. Das ist einfach. Das ist wirklich der schrecklichste Mensch der Welt. Schrecklich. Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Wenn ihr wollt, dass wir uns mehr über Kleinigkeiten im Alltag aufregen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall gerne mal mit Genghis vorbei. Das war's. Ich bin damit raus. Ich muss jetzt erstmal 20, 30 Minuten durchatmen und meditieren. Ich bin durch. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.